Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, wie ihr vor dem Intro bereits ein bisschen sehen könnt, war ich auf einer gigantischen Farming-Tour und habe da so das ein oder andere Erz ergattert und das möchte ich euch gleich mal zeigen. Dieses meiste ist hier im Backpack. Also wir haben ziemlich viel Redstone, 5 Diamanten haben wir gefunden, 45 Gold, das ist auch nicht schlecht. Bisschen Osmium, bisschen Zinn, bisschen Kupfer, alles drum und dran. So, ich habe noch eine zweite Chest gecraftet und ich würde sagen, wir machen uns gleich noch eine. Denn. Na, was wollte ich jetzt sagen? Denn uns geht eh schon der Platz wieder aus. Kann ich das jetzt noch öffnen? Ja, passt. So, dann hauen wir mal das Ganze hier rein. Zack, zack, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das Redstone hauen wir rein. So, dann ordnen wir das mal. Osmium. Ich würde sagen, wir machen eine Erzkiste. Und zwar ist das die andere Kiste. Dann habe ich auch noch ein bisschen Obsidian mitgenommen. So, da kann der ganze Cobblestone rein. Das kann auch rein. Das Gypsum kann auch rein. Das kann rein. Das kann rein. Das. Zack, zack. So. Und in die Erzekiste. Da können wir das mal schnell raustun. Das können wir raustun. Das brauchen wir eh gleich. Das können wir auch raustun. Ordnen wir das Ganze mal. Jawohl. So. Das kommt da rein. Zack, zack. Zack, zack. Und gut. Aus dem Backpack haben wir ein bisschen Redstone. Lapis haben wir natürlich auch ein bisschen was gefunden. Obsidian, 9 Stück. 9 Emeralds haben wir auch wieder ergattert. Also die Emeralds sind echt häufig hier, habe ich das Gefühl. So, Obsidian, Redstone, so, das bisschen Redstone können wir ja da noch reinpulvern. So, und wir waren gerade dabei, unsere erste Windmühle zu machen. Und das machen wir auch direkt fertig. So, Wind. So, ich habe jetzt natürlich nicht alles dabei. 19 Gold, ein bisschen Redstone, das Enriched Alloy und los geht's. Wind Generator. Zack, zack. So, erstmal die Tablets, da brauchen wir zwei davon. Eins und zwei. So, und Osmium. Natürlich. Darf nicht fehlen. Zack, und unser erstes Windrad. Jawohl. So, das gehen wir oben rein. Das kommt unten rein. Zack, zack. Das kommt auch rein da. Okay, kein Platz mehr. Alles klar. So, als nächstes würde ich gerne den Pulverizer machen. Pulverizer. Da haben wir ihn. Und zwar brauchen wir einen Piston, den Machine Frame. Also brauchen wir ein bisschen Zinn. Dann schmelzen wir, da haben wir noch ein bisschen Kupfer und Eisen drinnen. Dann schmelzen wir mal ganz kurz das ganze Zinn hier durch. Weil, dann machen wir nur ein bisschen was. So, haben wir eigentlich Feuerstein? Ich hoffe. Schaut jetzt im Moment nicht so. Okay, Red Flint, ich glaube, das können wir nicht verwenden. Schauen wir mal schnell. Da haben wir eh genug Gravel. Da wird wohl irgendwo ein Feuerstein rauskommen, hoffentlich. Zuvor mache ich mir allerdings noch eine Schaufel. Weil das Ganze mit der Hand abbauen wird zach mit der Zeit. Zack. So. Nein. Einmal. Und einen zweiten bräuchten wir noch. Nein, das ist nicht der richtige Feuerstein, den wir brauchen. Da haben wir den zweiten. Zweimal Feuerstein. Und da haben wir schon 5 Tin. Den Rest nehme ich mal kurz raus. Also wir brauchen 4 Tin, dann 2 Flint, Redstone. Okay. Craften wir mal das Ganze ein bisschen durch. So, zack. Dann brauchen wir eine Piste. Da fehlen uns Redstone und Cobblestone.
Redstone nehmen wir da ganz geschwind heraus. Den Cobblestone können wir ja von da oben nehmen. Da ist hier genug. Zack, so, den Piston ist auch fertig. Dann die 12 Flint haben wir. Glas brauchen wir noch, okay. Müssen wir schauen, ob wir irgendwo Sand finden in der Nähe. Ich hoffe mal. So, hier mit der Lava müssen wir aufpassen. Die würde ich mal ganz gerne zubauen. Zack, zack. So. Oh, nicht gut. Geh weg. Gut. Lava zugebaut. Mal schauen, vielleicht finden wir in dem Biom da drüben ja ein bisschen Sand. Ich hoffe. Ansonsten einen Wegpunkt haben wir uns ja gesetzt, wo unser kleines Zuhause ist. Unser kleines, aber feines Zuhause. Vielleicht finden wir ja dort ein bisschen Sand, ne? Schauen wir mal. Sand, weiß ich nicht, ich glaube hier nicht, nein, das ist Marmor. Kann man Sand eigentlich irgendwie craften da? Schauen wir mal kurz nach, vielleicht können wir Sand irgendwie Sand herstellen. Essenz, okay, ja gut, das sind dann, gut. Nein, können wir nicht im Moment. Also müssen wir uns auf die Suche machen. Auf die Suche nach Sand. Das klingt irgendwie so jämmerlich. Als ob Sand so selten wäre. Aber irgendwie sind wir bis jetzt noch auf keinen Sand gestoßen. Was ist das hier? Limestone? Nein, brauchen wir auch nicht. Eins, zwei, tick, tick. Komm weg mit dir. Zack. So. Schauen wir mal weiter. Vielleicht ist ja hier irgendwo Sand vertreten. Das schaut jetzt mal nicht danach aus. Im ersten Moment haben wir nur Gravel, Gravel und so. Was ist das? Oh, Moss. Okay, kann ich das abbauen? Ja. Nehme ich auch mal mit. Das brauchen wir dann nämlich für unseren... für unseren Dinosaurier-Mod. So, oh, wo bin ich denn hier jetzt reingefallen? Einfach mal in eine Höhle gefallen. Super. Toll. Brauche ich jetzt gerade nicht. Ich habe im Moment alle Rohstoffe, die ich brauche. Mehr als genug. Im Moment. Im Moment habe ich mehr als genug. So, schauen wir mal. Ob das jetzt so schwer ist, Sand zu finden, das gibt's doch nicht. Ist hier irgendwo Sand vielleicht? Da ist nur Erde. Und Gravel, fürchte ich. Herstellen können wir es ja auch nicht. Das ist irgendwie blöd. Aber die können wir mal wieder mitnehmen. Wir haben keine Wolle mehr. Glaube ich. Da können wir das mal mitnehmen. Ui. Was bist du denn? Der will mir, glaube ich, nichts Gutes. Ui, hier liegt ja einiges herum. Kühe. Okay, die Kühe nehme ich auf jeden Fall mal mit. Das Fleisch kann ich auch mitnehmen. Auf jeden Fall das Leder. Oh, der Bulle greift mich an. Alles klar. So. Das brauchen wir nicht. Jawohl. Haben wir wieder zwei Leder. Nicht angreifen. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, shit. Der verfolgt mich. Bisschen. Ach, komm schon. Ich brauche doch nur ein bisschen Sand. Aber da schaut's gut aus. In die Richtung, glaube ich. Schaut gar nicht so schlecht aus. Mit dem Sand. Okay. Hier ist ein Skelett.
Stirb, danke. Wow, was sind das für geile Nordlichter schon wieder? Also so ein rotes Nordlicht schaut nochmal viel cooler aus, finde ich. Ah, hier haben wir ein bisschen Sand. Jawohl, dann nehmen wir uns gleich mal ein bisschen was mit. Bisschen was mitgenommen. Zack. Zack, zack, zack. Ach so. Ja gut, vielleicht. Ja. Und schnell auftauchen, bevor wir zugrunde gehen. Haben wir da noch irgendwo ein bisschen Sand? Vielleicht am Ufer? Ja, dort haben wir noch ein bisschen was. Das hole ich mir mal schnell und dann schauen wir, dass wir schnell zurückkommen, damit wir auch ein bisschen schlafen gehen können. Tick, tick, tick. So, wie viel Sand habe ich jetzt? 10 Sand, das sollte fürs erste Mal genügen. Und wenn nicht, setze ich mir hier nochmal einen schnellen Wegpunkt. Gelb und der heißt... Oh, oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, okay, F11 gedrückt, nice. Der heißt Sand. Und zwar in Gelb, bitte. Safe. So, alles klar, habe ich direkt mal auf Vollbild geschalten. Das schalte ich mal schnell zurück. Hoppla, tut mir leid, das ist jetzt in der Aufnahme auch ein bisschen verzerrt. So, jetzt geht's wieder. So, wir wollen Richtung Heimat, das ist da. Gut. So, zack, zack, zack. Das schaffen wir noch schnell, dass wir da nach Hause kommen. So weit ist es nicht, glaube ich. Hoffe ich. Sage ich jetzt mal. So, machen wir schnell was essen. Und das Schwert in die Hand, dass wir notfalls uns verteidigen können. Zack. Schnell zurückgelaufen. So. Das nehmen wir auch nochmal schnell mit. Halleluja, ich dachte gerade, da steht wieder so ein Büffel oder Gnu oder keine Ahnung, was das war. Was uns da damals angegriffen hat, vor mir, hatte ich schon wieder Panik. So. So, jetzt sind wir auch gleich wieder zurück. Bisschen ist es noch, nicht mehr weit, aber ein bisschen, nein, 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 was war das jetzt? Was ist das denn? Was war das? Okay, keine Ahnung, was mich da jetzt vergiftet hat. Anscheinend darf ich da das Wasser in dem Büro, in diesem Biom nicht berühren. So. Wo haben wir denn da jetzt? Wo kommen wir denn jetzt wieder rüber? Ich glaube, in die Richtung war das. Hoffentlich. Ja, hier haben wir ein bisschen Lava noch. Zack. Daran kann ich mich erinnern, dass wir hier vorbeigekommen sind. Dann noch über den Hügel und dann sind wir eh schon wieder zu Hause. So, zack, 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 zack. Immer weiter und weiter und weiter. Hier war die... Nein, hier vorne, genau. Hier war die Lava. Hier haben wir unser Zuhause. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal schnell schlafen. Zack. Und damit würde ich sagen, war's das für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, schreibt in die Kommentare, was ich verbessern kann. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr alle Benachrichtigungen. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann und ciao.